Dass Profitorientierung und Gemeinwohl kein Widerspruch ist, darüber rede ich heute mit dem Timo Ziegler, Vorstand der Brickmakers AG, und seinem Weg dahin, sein Unternehmen ganz konsequent langfristig auf Gemeinwohl auszurichten und alle Stakeholder mitzunehmen. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen bei Davicon CFO Insights, der Podcast rund um die Frage, wie ich mein Unternehmen finanziell erfolgreich steuern kann. Mit Themen rund um Finance und Controlling, Unternehmensentwicklung, Entscheidungsfindung, Performance-Steigerung und vieles, vieles mehr. Von und mit Daniel Winkler. Herzlich willkommen zu den Davicon CFO Insights und heute mit der Frage, was man eigentlich aus der Firma noch alles rauszieht außer Geld, nämlich eigentlich eine Ausrichtung auf Gemeinwohlorientierung, also nicht so immer ganz naheliegend, wenn man an Unternehmertum denkt. Allerdings muss ich sagen, dass mir dieses Thema Purpose, also Grund für eine Unternehmung und auch der Allgemeinheit was zurückzugeben und dort auch gesamtgesellschaftlich verantwortungsvoll zu handeln, immer öfter begegnet, und deswegen freut mich heute besonders mal, den Timo Ziegler hier zu haben, weil er ist einer derjenigen Vorreiter, den ich eigentlich schon lange kenne und der sich immer wieder in diesem Bereich Gedanken macht. Angefangen, dass er bei Great Place to Work unter den Top-Unternehmen auf Platz 1 gelandet ist in seiner Größenklasse, dass er im Senat der Wirtschaft aktiv ist und auch regional bei sich initiativ auf die Regio 56 gegründet hat. Eine Initiative, sagt er vielleicht gleich auch noch mehr zu. Ja, Timo, schön, dass du da bist, und ich sage mal, das war meine Vorstellung. Jetzt erzähl mal, wer du bist, was du machst und was auch die Brickmakers AG macht. Ja, hallo Daniel. Erstmal schön, hier bei dir im Podcast zu sein. Ich sag mal, ich bin ja regelmäßiger Stammhörer und deshalb freut es mich auch, heute mal hier zu sein. Ja, was gibt's zu mir und zur Brickmakers? Also, sag ich mal, noch nicht ganz AG, ne? Wir sind ja noch in der Wandlung, aber ich hoffe, dass das jetzt demnächst dann auch durch ist. Bei Brickmakers sind wir im Kern ein Softwareentwicklungsunternehmen. Wir beschäftigen uns damit, neue digitale Produkte und Geschäftsmodelle für Unternehmen zu entwickeln. Und ja, du hast es schon gesagt, mich treibt neben dem Thema natürlich Unternehmer sein und Dinge gestalten auch das um, wie kann ich damit auch irgendwie einen Impact erzielen und ja, da irgendwie mehr zu beitragen. Und ich sag mal, das gibt halt immer wieder verschiedene Möglichkeiten, sich dort auch einzubringen, auszudrücken. Und ich finde, gerade wir als Unternehmer, wir haben halt in der Regel entsprechende Möglichkeiten, die wir auch verantwortungsvoll nutzen können und nutzen sollten. Mhm. Genau, und zwar abseits von vielleicht Regularien. Es wird jetzt viel über ESG geredet und das, was da auf die Unternehmen zukommt. Aber es gibt ja auch noch so eine Art intrinsische Motivation. Von daher frage ich dich einfach mal, was heißt für dich denn verantwortliche und vielleicht auch nachhaltige Unternehmensführung? Ja, also das Thema ESG ist gerade in der Tat, sag ich mal, so ein Stichwort, was das so ein bisschen auf eine breitere Sichtbarkeit bringt. Grundsätzlich geht es für mich aber darum, ein Unternehmen halt auszurichten, so dass es Wert und Sinn stiftet für alle, die damit irgendwie in Berührung kommen. Also natürlich zuerst mal für uns Aktionäre, aber genauso auch für die Mitarbeitenden, für die Partner, Kunden wie Lieferanten, aber natürlich auch grundsätzlich den gesellschaftlichen Kontext, in dem wir unterwegs sind, weil am Ende des Tages mit unserem unternehmerischen Handeln haben wir Auswirkungen auf alle diese Gruppen und sollten auch alle diese Gruppen, sage ich mal, in unsere Überlegungen mit einbeziehen, weil wenn man das entsprechend gut abwägt, bin ich davon überzeugt, können wir dort Vorteile auf allen Ebenen generieren und nicht nur, sage ich mal, auf einer Shareholder-Perspektive. Da sprichst du schon an, so diese, vielleicht dieses Spannungsverhältnis Gewinnorientierung versus Gemeinwohlorientierung. Mhm. Man hat ja in den 80ern irgendwie geprägt Shareholder Value, also nur Ausrichtung in eine Richtung, und das hat sich dann weiter aufgeweicht in Stakeholder Value. Ja, und jetzt vielleicht so ein bisschen unter dem Wort Gemeinwohlökonomie. Ja. Wie würdest du das sehen? Also ich sag mal, grundsätzlich aus meiner Sicht zeigt auch die aktuelle ESG-Diskussion, dass das eigentlich eine sehr kurzfristige Betrachtung ist, das unabhängig zu sehen. Mhm. Also das, was unser wirtschaftliches Handeln hat, nun mal langfristig Auswirkungen. Ich sag mal, ein sehr, sehr großes Problem aus der reinen, ja, Shareholder Economy ist halt, dass ich natürlich mit diesem einseitigen Fokus zum Beispiel
alles tue, um Kosten zu externalisieren, ne? Und damit zum Beispiel dem Gemeinwohl diese Kosten, wie zum Beispiel steigende CO2-Werte etc., aufzulasten, weil alles, was ich nicht in meine Bilanz oder meine G&V an Kosten reinnehmen muss, optimiert sozusagen den Shareholder-Value. Und da wir halt nun mal in einem begrenzten System leben, ne, und ist das eine Betrachtung, die einfach aus meiner Sicht langfristig nicht funktioniert und die ich aber auch nicht darüber ändern möchte, dass wir alles, sag ich mal, ins Kleinste regulieren. Ne? Das heißt grundsätzlich auch jetzt das Thema ESG ist zwar schon ein gewisses Regularium, aber auch mit einer eher Lenkungswirkung, ne, mit einer Ergebnisorientierung. Und ich finde, auch das ist das, was wir da brauchen, dass wir uns verantwortlich fühlen für alle Ergebnisse unseres wirtschaftlichen Handelns und nicht nur für den Shareholder Value. Und da stecken zum Beispiel dann auch solche Dinge wie Wertstoffströme, Müll, Luftverschmutzung, Arbeitsbedingungen, das fließt da alles irgendwo mit ein. Und ne, wenn ich das so holistisch betrachte als Verantwortung des Unternehmens und auch der UnternehmerInnen, nur dann, finde ich, kann ich dort ein Wirtschaftssystem gestalten, was auch für alle entsprechend partizipativ ist. Und das ist das, was mich bewegt, wo ja ich dran teilhaben und gestalten möchte. Also ich finde ganz wichtig, den Aspekt mal zu unterscheiden, kurzfristig von langfristig. Ne? Ich hatte jetzt, ich glaube, weiß nicht, ob es letzte Woche war, hatte ich mal wieder so einen Artikel gesehen, wo es, glaube ich, Teekanne war, die gesagt haben, meine Lieferanten, die wollen mit mir eigentlich gar nichts mehr zu tun haben, weil ich bin denen viel zu lästig geworden mit meiner deutschen Lieferkette oder EU-Lieferkette und die verkaufen lieber A an die Unternehmen, die da nicht nachfragen und B, die Konsumenten zahlen mir auch keinen höheren Preis, weil die sagen, naja, jetzt geht es mir sowieso nicht so gut, die Inflation ist hoch, dann greife ich lieber zur Eigenmarke als zu dem Premium mit Zertifikat. Das alles dort ohne Kinderarbeit und ohne Umweltverschmutzung geerntet wurde. Wie siehst du das? Also das ist ja genau dieses Spannungsverhältnis zwischen kurzfristigem Denken oder vielleicht auch ein bisschen, ich gucke nur auf den Gewinn eines Jahres, um möglichst viel Ergebnis für den Aktionär rauszuholen oder für den Eigentümer, hin zu Langfristigkeit, weil es leuchtet mir zumindest ein, dass das kein Weg sein kann, der mich dauerhaft erfolgreich macht, weil irgendwann wird sich rumsprechen, guck mal, da ernten aber auch Kinder und dann kommt das Fernsehteam vorbei und dann ist meine Marke für immer verbrannt. Ja, also grundsätzlich, klar, ist es immer ein Punkt. Auf kurze Sicht ist es nicht der einfachste Weg, ne? Sonst würde ihn sowieso jeder tun. Aber die Frage ist ja, ob einfach immer richtig ist, ne? Und das ist der Punkt. Ich bin fest davon überzeugt, dass mittel- und langfristig die Unternehmen, die jetzt darin investieren, die sich jetzt entsprechend aufstellen, auch zum Beispiel über die schon heute verpflichtenden Standards hinausgehen, dass die einfach auch zukünftig resilienter sind. Weil es geht ja nicht nur um irgendwelche Dokumentationen von Lieferketten, Kinderarbeit etc., sondern es geht im dahinterliegenden ja auch darum, wie abhängig bin ich zum Beispiel in meiner Lieferkette, ne? Wie angreifbar bin ich zum Beispiel durch solche Nichteinhaltung von Standards oder auch, dadurch, dass ich Geschäfte mit zweifelhaften Praktiken oder Partnern mache oder solche Dinge. Das sind ja alles auch Risiken in meinem Geschäft, ne, die vielleicht heute zu größeren Gewinnen führen, aber langfristig sich eher steigern, gerade auch durch die Klimafolgeschäden. Also zum Beispiel die Unternehmen, die heute vielleicht in den Herkunftsländern keinen Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen, denen das lästig ist, etc. Das sind auch die, die im Zweifelsfall hinterher nicht in, sag ich mal, ökologische Aspekte des Anbaus oder solche Aspekte investieren, ne? Und wo dann die zukünftigen Dürren oder sonst was besonders hart zuschlagen und mir vielleicht dann meine zwar schön billigen und wenig da reinquatschenden Lieferanten wegsterben, weil halt sie sich dort auch nicht um ihre langfristigen Auswirkungen gekümmert haben. Und da ist nun mal das Einzige, was wir in der Kontrolle haben, unser direktes Umfeld. Und da geht es auch darum, dass jeder das tut, was für einen möglich ist. Ne? Also ich kann auch keinen Einfluss auf alle meine Lieferanten nehmen. Ne? Auch wir haben manchmal Dinge, die wir irgendwo bestellen müssen, wo wir sagen, okay, das gibt's woanders her nicht oder ich brauche jetzt mal schnell was und das gibt's jetzt beim Laden um die Ecke, ne? Wo ich das vielleicht hier regional beschaffen könnte, kriege ich das nicht mehr rechtzeitig. Also muss ich doch was über Amazon bestellen oder solche Dinge. Das ist alles
alles in Ordnung. Ne? Die Frage ist halt, mache ich mir Gedanken und versuche ich mich weiterzuentwickeln? Und das finde ich halt diesen zentralen Aspekt. Da geht es auch nicht darum, gut oder böse zu brandmarken, sondern einfach den Willen zu haben, Dinge zu verändern und besser zu machen. Jetzt bist du ja kein Teeproduzent, sondern in Deutschland ansässig und in der Softwareentwicklung. Was ist denn deine Vision? Wie soll denn die Brickmakers dann AG später aussehen? Weil ich glaube, diese Umfirmierung von der GmbH in die AG ist ja auch ein Baustein davon. Genau. Grundsätzlich geht es halt bei dem Thema Gemeinwohl und eigentlich ja auch bei dem ESG nicht nur zum Beispiel um ökologische Aspekte, ne, sondern auch um natürlich ökonomische, aber auch um soziale. Und da spielt zum Beispiel Teilhabe eine große Rolle. Wir haben eben das Thema Great Place to Work gehabt, aber auch Teilhabe zum Beispiel hier aller Mitarbeitenden. Das heißt, für mich ist es einfach ein Anliegen, dahin zu kommen, dass alle Mitarbeitenden auch Teilhaber des Unternehmens sind. Und das lässt sich natürlich über eine AG dann ja in Deutschland sehr viel besser lösen als über eine GmbH und noch Zusatzkonstrukte. Insbesondere, da wir ja keine Exit-Strategie verfolgen. Ich sag mal, du hast ja dort schon Folgen gemacht hier über die verschiedenen Beteiligungsszenarien und was wo passt. Und da es bei uns eigentlich um eine dauerhafte Unternehmensgestaltung geht und eine dauerhafte Beteiligung von den Mitarbeitenden als ja Mitinhaber, ist die AG und Aktien eigentlich dort das Mittel der Wahl, um so alle mit ins Boot zu holen und alle zum Teil zu machen. Und der andere Punkt, ja, wir als Softwareunternehmen haben jetzt zum Beispiel relativ wenig hochkritische Dinge bei uns in der Produktion oder Lieferkette. Also nicht vergleichbar mit einem hochenergieintensiven Betrieb oder jemand, der viel kritische Rohstoffe braucht oder viel einfach Müll produziert oder solche Dinge. Das haben wir alles nicht. Nichtsdestotrotz gibt es Dinge, die wir tun können. Also zum Beispiel brauchen wir sehr viel elektronische Geräte. Wir brauchen immer, sag ich mal, potente Laptops. Jeder im Unternehmen braucht ein Smartphone etc. Bei den Laptops können wir heute noch nicht auf neue Geräte verzichten, aber zum Beispiel bei den Smartphones haben wir vor 2 Jahren, glaube ich, angefangen, nur noch refurbischte Geräte zu beschaffen. Allein dadurch reduziert sich der Fußabdruck, der ökologische, an der Stelle immens. Und das sind halt häufig so viele Kleinigkeiten, die man tun kann, um dort einen Schritt nach vorne zu machen. Und der andere Punkt ist, dass wir uns damit beschäftigen, wo können wir eigentlich mit unserem täglichen Schaffen Impact generieren? Und da ist es einfach so, in Richtung der Transformation der Wirtschaft zu einer gemeinwohlorientierten Wirtschaft, ne, zu einer ökosozialen Marktwirtschaft, da ist Digitalisierung einfach eine Schlüsseltechnologie. Und je mehr Kompetenzen wir genau da aufbauen, diese Schlüsseltechnologie nicht nur zu Effizienzsteigerung einzusetzen, was ja häufig dann eher zum Gegenteil, zu so einem Rebound-Effekt oder so sorgt, sondern wirklich dazu einzusetzen, Geschäftsmodelle zu verändern in Richtung mehr Nachhaltigkeit. Da haben wir dann auf einmal einen viel, viel größeren Hebel jenseits dessen, was wir in unserer Lieferkette tun. Also ich mache mal ein Beispiel, wenn ich einem produzierenden Unternehmen helfen kann, durch Digitalisierung, zum Beispiel durch eine digitale Plattform, nicht mehr nur durch Produktion und Verkauf Geld zu verdienen, zum Beispiel, sondern durch Nutzung von Geräten, dann ist auf einmal das Geschäftsmodell hat eine intrinsische Nachhaltigkeit, weil je länger ein Gerät auf einmal hält, je wartungsärmer es ist, je weniger Energie es verbraucht, umso höhere ökonomische Gewinne habe ich als Hersteller. Und das ist genau das Gegenteil von einem reinen Produktionsgeschäftsmodell, wo ich meine Gewinne dadurch optimiere, dass ich mehr produziere, günstiger produziere und möglichst viele Kosten externalisiere. Also neben der Teilhabe auch ein Blick auf Wunschkunden, mit dem ihr dann genau an der Stelle auch diese Dinge umsetzen kann. Ich glaube, die Messung, das wird in Zukunft spannend, dass man solchen Impact dann auch mit Kennzahlen messbar macht. Eine eigene Podcast-Folge wert, aber da müssen wir auch noch ein paar Erfahrungen sammeln. Genau. Aber das ist in der Tat was, das steht gerade bei uns auf der Roadmap. Es gibt ja sehr, sehr viele Standards dazu. Ne? Also ich sag mal, einer der ersten war hier von der Global Resource Initiative, GRI, die einen entsprechenden
Katalog an KPIs entwickelt haben, um solche Bewertungen zu machen. Jetzt im Rahmen des ESG ist dieser ESRS-Standard entwickelt worden mit über 1000 Messpunkten oder Datenpunkten, die erhoben werden. Und das wird etwas sein, was wir jetzt noch sukzessive in eine leichtgewichtige Anwendung bringen müssen. Das heißt, wir haben zum Beispiel dieses Jahr auf der Agenda, dass wir uns Gedanken machen wollen, wie können wir auf Basis dieser Erkenntnisse und Informationen so eine Art leichtgewichtiges Bewertungssystem entwickeln, das den Impact dessen, was wir mit unserem Projekt machen, bewertet. Und das ist etwas, was ich mir zukünftig wünschen würde, dass wir das halt in allen unseren Tätigkeiten, genau wie wir heute schon, sag ich mal, die ökonomische Erfolgswahrscheinlichkeit berechnen und auch natürlich berechnen, was haben wir für Kosten zu erwarten, um irgendwelche Meilensteine zu erreichen etc., so halt zukünftig genauso im Vorfeld einzuschätzen und im Nachgang zu messen, wie ist der Impact eigentlich dessen, was wir jetzt mit dem Kunden gemeinsam getan haben. Ja, perfekt. Finde ich ein super spannendes Thema und ich glaube, du hast auch schon ein bisschen den Schmerz so wahrgenommen, den ich auch an der einen oder anderen Stelle höre. Es gibt natürlich jetzt irgendwie tausende von neuen Standards und Messpunkten und dieses Leichtgewichtige, das geht vielen Unternehmen noch ab, weil im Moment wird versucht, das irgendwie in Excel zu lösen und man sucht, wo ich in den Energiemanagementsystemen jetzt an die Daten komme. Es gibt auch gefühlt 250.000 Unternehmen, die schon irgendwie eine Lösung dafür anbieten, aber eigentlich sind wir doch ganz am Anfang. Und der große Aufschrei ist im Moment der Mehr an Bürokratie, den wir eigentlich immer abbauen wollen. Und wenn man das auf leichtgewichtige Füße stellt, dann ist natürlich allen geholfen. Und dann, glaube ich, kriegt man über die Messbarkeit auch wieder so gute Insights, dass man wirklich was bewegen kann. Also meine persönliche Meinung dazu. Also das, was mir auch dort vorschwebt heute, geht es ja im ersten Schritt im ESRS zum Beispiel um das Thema Transparenz und Dokumentation. Das ist eigentlich ja nur der erste Schritt, weil wenn ich es vergleiche mit kaufmännischen Bereichen, dann wäre das so hinterher die Bilanz und der Jahresbericht, den ich veröffentliche. Und du weißt selber, wenn ich unterwegs mein Unternehmen steuern will, ist das völlig unzureichend. So einmal im Jahr irgendwie auf die Bilanz zu gucken, um dann zu sagen, okay, davon leite ich Entscheidungen ab, das ist ja Wahnsinn. Und wir müssen auch dort dahin kommen, dass wir wirklich nahezu Echtzeit-Controlling-Systeme haben, mit denen wir wirklich dann auch die wesentlichen Aspekte in Echtzeit steuern können und bestenfalls mittelfristig so, dass diese Systeme auch noch unter Unternehmen, die in einer Beziehung stehen, verknüpft sind, sodass ich zum Beispiel durch Verbesserung von Herkunftswerten von Rohstoffen bei meinem Lieferanten, das automatisch sich in meine Monitorings durchschlägt. Oder auch andersrum, wenn sich da Dinge zum Schlechten verändern, dass ich sofort weiß, okay, wenn ich da jetzt nicht gegensteuere und zum Beispiel vielleicht mein Einkaufsverhalten ein bisschen shifte, dann werde ich am Ende des Jahres eine schlechtere Darstellung, schlechtere Bilanz und schlechtere Auswirkungen haben. Und das ist eigentlich das, wo wir hin müssen, um wirklich auch schnell handeln und steuern zu können. Absolut meine Rede. Ich weiß, Controlling bist du immer dabei. Ja, ich sag mal, was mich halt optimistisch stimmt. Ne? Wir machen ja technologisch gerade einen Riesensprung. Also die künstliche Intelligenz kann dir viel abnehmen. Wir sind schon lange dabei, dass wir mit BI-Systemen auch größere Datenmengen gut auswerten können. Nur wir sind noch lange nicht da, dass die Systeme untereinander vernetzt sind und dann auch untereinander kommunizieren. Ich habe manchmal auch das Gefühl, das wollen viele auch gar nicht, weil es gibt immer nur einen Anbieter, der dann profitiert und ein anderer verliert wieder. Und wer die beste Lobbyarbeit macht, es gibt tausend Gründe dagegen und dafür. Und es gibt niemanden, der sich diesen großen Hut aufsetzen möchte und da wirklich mal sagt, so, das wird jetzt gesetzt und das wird jetzt so exekutiert. Ja. Von daher sind wir mit den ESG-Kriterien dort ja schon ein ganzes großes Stück weiter. Ja. Und trotzdem gibt es da auch viele, die dagegen sind und wir haben Wahlen in Europa. Also das muss man mal weiter beobachten, aber der Weg ist erstmal grundsätzlich der richtige. Ja. Jetzt interessiert mich aber mal, gerade im Rahmen dieser AG-Gründung, hast du dir ja auch Gedanken gemacht zu anderen Vorgaben, die es gibt. Insbesondere, weiß ich ja, war im Raum die B-Corp und die Gemeinwohlökonomie. Mhm. Magst du das einmal ein bisschen ausführen und dann auch, was dich dazu bewogen hat, auf B-Corp zu gehen und das in der Satzung deiner AG festzusetzen? Ja, also es gibt jetzt wahrscheinlich sogar noch mehr, aber mit der Gemeinwohlökonomie und B-Corp gibt es zwei, ich sag mal, Standards oder zwei Initiativen, die sich damit beschäftigen, wie Unternehmen an ihrer Gemeinwohlbilanz, an ihrem Impact arbeiten können. Und das halt in einer besseren, in einer guten Systematik auch so, dass man vergleichbar wird, dass man auch miteinander daran arbeiten kann.
Und da gibt es halt jetzt aus meiner Sicht diese zwei relativ populären Trends. Das eine ist die Gemeinwohlökonomie. Das kommt ursprünglich aus Österreich, ist gerade im deutschsprachigen und auch südamerikanischen Raum recht verbreitet. Und das andere kommt aus den USA, das nennt sich B Corp. Und beide gehen eigentlich, sind schon, sag ich mal, sehr viel früher gewesen als ESG und ESRS und gehen auch Stand heute über das hinaus, was über ESRS kommt. Gerade weil es halt nicht nur um die Dokumentation von Ist-Zuständen geht, sondern wirklich auch um die Entwicklung von strategischen Initiativen zur Verbesserung dieser Bilanzen. Ne? Und das ist etwas, was ich halt sehr spannend finde und vor allem auch sehr hilfreich finde, sich dort mit anderen UnternehmerInnen in so einer Community halt auszutauschen, gemeinsam daran zu arbeiten, wie man das weiterentwickelt. Wir haben mit der Gemeinwohlökonomie, mit dieser Bilanz begonnen und natürlich ist inhaltlich da sehr, sehr viel ähnlich oder fast gleich, ob das jetzt GWÖ, B Corp, ESRS ist. Weil am Ende des Tages geht es natürlich um die gleichen Dinge. Ne? Und deshalb werden wir das jetzt auch erstmal weitermachen. Noch sind wir dort nicht bilanziert, weil es halt schon auch in der Erstaufnahme ein bisschen Arbeit ist und wir auch gucken wollen, dass wir möglichst dieses Thema ja Monitoring der Daten direkt irgendwie vernünftig unterbringen. Ne? Und dann kam aber bei mir noch dieses durch befreundete Unternehmen, dieses Thema B Corp auch auf den Tisch. Und was mir dann da besonders gut gefallen hat, ist dieser Punkt der Selbstverpflichtung in der Satzung. Ne? Also ich sag mal, sowohl bei der GmbH als auch bei der AG muss ich, damit ich als B Corp zertifiziert werden kann, mir dieses Thema, also diese Gemeinwohlorientierung und auch diese, sag ich mal, Gleichfokussierung auf die verschiedenen Stakeholder in die Satzung oder meinen Gesellschaftsvertrag reinschreiben. Und das fand ich nochmal ein wirklich überzeugendes, starkes Zeichen, dort auch das nicht nur zu einer strategischen Initiative intern werden zu lassen, ne, sondern wirklich zu einer tief verankerten Ausrichtung im Unternehmen. Und deshalb werden wir halt jetzt auch parallel das Thema B Corp Zertifizierung noch angehen, weil wie gesagt, inhaltlich ist da sowieso vieles deckungsgleich, aber das war so der Grund, warum wir jetzt bei der AG-Wandlung gesagt haben, nee, das soll jetzt direkt mit in die Satzung. Lustigerweise hat dann unser Gesellschaftsrechtsspezialist, der Anwalt, halt gesagt, naja, da müssen wir noch ein paar Dinge dann doch weiterentwickeln, weil das deutsche Aktiengesetz den impliziten Gesellschaftszweck der Gewinnorientierung vorsieht und man im deutschen Aktienrecht das nicht einfach so, also ich darf in der AG-Satzung nur Dinge ergänzend regeln, die nicht im Aktiengesetz schon geregelt oder abschließend geregelt sind. Und von daher ist da ein bisschen Kunstgriff nötig, damit eine AG trotzdem auch auf gleicher Ebene diesen Gemeinwohlfokus haben darf. Heißt aber doch eigentlich übersetzt, unser Aktiengesetz, was ja auch schon etliche Jahre alt ist, hinkt die gesellschaftlichen Entwicklungen komplett hinterher. Und eigentlich gibt es ja auch, soweit ich weiß, Juristen, die sich damit beschäftigen, genau an der Stelle mal vielleicht auch eine neue Rechtsform zu schaffen oder aber das Aktiengesetz und GmbH-Gesetz an der Stelle mal vielleicht etwas weiter zu fassen als nur die Gewinnorientierung. Ja. Also definitiv, es gab schon eine Initiative. Es gibt in anderen Ländern solche Rechtsformen der Beneficial Corporation. Das ist ja nochmal was anderes als eine gemeinnützige Gesellschaft bei uns, die ja überhaupt keine Gewinnerzielungsabsicht dann hat. Und man ist in der deutschen Diskussion dort wohl zu dem Entschluss gekommen, nee, brauchen wir nicht diese eigene Rechtsform. Aber ich glaube auch, sag ich mal, wenn man da jetzt nochmal ein bisschen genauer drauf geht und sich das mehr etablieren wird, dann wird es sicherlich Fälle geben, die hinterher ja vorm, was ist dann das, Verfassungsgericht oder Verwaltungsgericht zuständig, egal, auf jeden Fall, die auf Bundesebene entschieden werden müssen, weil ich habe mir von sämtlichen heute zertifizierten B Corp AGs die Satzungen angeschaut und da waren Dinge bei, die zwar jetzt eingetragen sind, aber die einer Drittklage gegen die Satzung nicht standhalten würden. Also das heißt, wo jetzt Dinge drinstehen, die de facto nicht mit dem Aktiengesetz vereinbar sind. Ist natürlich ein gewisses Risiko. Jetzt, ich sag mal, wenn du 100% Eigentümer oder Eigentümerin bist, ist es egal,
egal, weil wer soll dich da verklagen? Die Problematik tritt ja immer nur auf, wenn du irgendeinen Aktionär hast, der sich dann dort missverstanden fühlt oder was auch immer, stunk machen will. Ja, nicht nur. Also ich sag mal, zum Beispiel ist es so, dass es grundsätzlich auch so, musste ich auch durch den Anwalt dann erst lernen, Drittklagemöglichkeiten bei uns gibt, dass quasi ein fremder Dritter die AG verklagen kann, weil sie ihrer Satzung widersprüchlich handelt und zum Beispiel dort Vorstände entsprechend widersprüchlich handeln. Also man kommt da unter Umständen in manchen Konstrukten ganz schnell in einen Punkt, wo auch hinterher unter Umständen persönliche Haftbarkeit von Vorständen oder so zum Tragen kommt, nur weil halt Dinge unsauber geregelt sind. Also ich sehe jetzt auch das nicht als Riesenrisiko, aber zumindest nicht bei so einer kleinen AG, wie wir es sind. Ne? Aber am Ende des Tages wäre es auch wünschenswert, dass das Thema auch bei AGs am Kapitalmarkt, also wirklich bei börsennotierten AGs, ein Thema wird. Und dann wird's natürlich, ja, dann wird's lustig. Dann findet sich immer einer, der irgendwie klagt, ne? Ja, genau. Ja. Da kommen ja über die ESG-Kriterien und Bestimmungen die Dinge rein. Die hast du ja jetzt im Mittelstand so klassischerweise noch nicht, obwohl das ja auch kommt. Von daher ist das eigentlich nur eine ganz sinnige Ergänzung. Wobei ich auch erst lernen musste, dass es überhaupt diese B-Corp gibt. Die Gemeinwohlökonomie von dem Christian Fellband, der hat ja auch ein Buch dazu geschrieben, kann ich mal in den Shownotes verlinken. Das fand ich recht gut bis zu einem gewissen Maß und dann hat's mich angefangen zu langweilen. Aber mich persönlich, weil es sich oft wiederholte. Ja. Am Ende des Tages bin ich ja auch so aufgewachsen, dass ein Unternehmen auch Gewinne und auch gute Gewinne erzielen muss und effizient mit den Ressourcen umgehen muss, um dort dann überhaupt Mittel zu haben, die du dann wieder einsetzen kannst für solche Dinge. Weil wenn du permanent Verluste schreibst, dann nützt dir die Gemeinwohlökonomie auch nichts, weil dann hast du nichts, womit du noch irgendwo Gemeinwohl stiften kannst. Der Punkt ist halt, ich muss es sozusagen leihen. Ne? Also ist es auch nicht richtig zu sagen, okay, ich mache erstmal ohne Rücksicht Gewinne, um dann mit dem Geld wieder was Gutes zu tun. Ne? Das ist so ein bisschen dann, sag ich mal, das typische Mäzentum oder ne, dass ich sage, okay, ich lasse in Asien Kinder für mich arbeiten, um dann hier die Kunst zu fördern. Ne? Das ist aus meiner Sicht auch nicht der richtige Weg, sondern das sollte schon entsprechend Hand in Hand gehen. Und ich habe auch zuerst mit dem Fellbau und Gemeinwohlökonomie angefangen. Und was mich da halt schon überzeugt hat, war dieser Ansatz, dass ich eigentlich auf jeder Ebene anfangen kann. Ne? Das heißt, ich kann als Einzelperson anfangen, dort Dinge zu verändern. Ich kann als kleines Unternehmen anfangen, als großes. Und je mehr dort anfangen und dann auch sozusagen im wirtschaftlichen Kontext miteinander arbeiten, umso größer ist der gemeinsame Impact. Also dieses nicht auf politische Rahmenbedingungen warten, nicht darauf warten, dass irgendwer irgendwas verändert, sondern einfach selber tätig werden. Das war das, was mir da besonders gut gefallen hat, weshalb ich gesagt habe, okay, wir starten da einfach mal. Ne? Wir gehen da einfach mal los und da wird sich sicherlich die nächsten Jahre noch einiges tun, aber wir wollen da vorne dabei sein und nicht irgendwo hinterherlaufen. Ja, Timo hat mich gerade wild nicken sehen, das hört ihr natürlich jetzt nicht im Podcast, aber wenn es darum geht, Eigeninitiative zu ergreifen, ist das für mich ja eigentlich die Reinkultur des Unternehmertums. Ich erlebe im Moment das Gegenteil, weil alle ja immer noch rummeckern, wie schlecht der Standort Deutschland ist und wie böse alle sind und dass die Politik Entscheidungen über den Haufen führt und man mit dem Trecker die Stadt zumacht und so weiter. Nein, es geht darum, mal weg davon. Wir fordern es ein, dass wir Eigeninitiative wollen und dass wir nicht so viel Regulierung wollen und dass wir nicht so viele Vorschriften wollen, regen uns aber dann auf, wenn uns die Subventionen weggenommen werden. Also ist sich jeder immer selbst am nächsten und wir sind nicht dabei zu sagen, komm, ich mach jetzt einfach, ist doch egal, was da oben gerade passiert. Ja, Rahmenbedingungen sind wichtig, ich muss mich auch darauf verlassen. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist Optimismus das, was uns antreibt und der Drang, Neues einfach zu entwickeln. Und so habe ich Timo halt auch immer kennengelernt und deswegen habe ich gerade ganz wild genickt, weil ich seinen Worten an der Stelle so gut folgen konnte. Sehr schön. Aber mich interessiert noch was. Wie haben denn deine Stakeholder, also insbesondere die Mitarbeiter und Kunden und du hast ja auch noch andere Gesellschafter da reagiert, als du mit diesem Vorschlag, weil der ist ja überwiegend von dir erstmal in die Organisation getragen worden. Wie reagieren die darauf? Ja, also ich sag mal, die Mitarbeitenden finden das, glaube ich, ich stecke jetzt nicht in jedem Kopf drin, aber das Feedback ist durchweg positiv. Aber wie du vorhin schon so ein bisschen erläutert hast, ist es ja auch ein Stück weit Teil unserer Unternehmenskultur von jeher gewesen. Und da jetzt nochmal eine weitere Dimension zu nehmen und, sag ich mal, das in einem größeren Kontext zu machen. Das heißt, ich habe da natürlich dann auch im Team intrinsisch motivierte Mitstreiter,
die dort das entsprechend unterstützen. Und weil so eine Initiative kann auch nicht funktionieren, wenn das nur von einer Person ist und selbst nicht, wenn es die ist, sozusagen mit, per Position der größten Macht im Unternehmen. Hier geht es um Überzeugung und dafür Dinge verändern zu wollen. Und da brauche ich intrinsisch motivierte Mitstreiter und die habe ich im Team. Das absolut. Und was die Gesellschafter angeht, ist es bei mir ähnlich. Also das ist auch, da sind wir vom Mindset her schon sehr nah beieinander. Das kommt aber vielleicht auch ein Stück weit, weil ich habe Stand heute einen Mitgesellschafter, die DBK Krankenversicherung, die auch aufgrund ihrer heutigen Rechtsform schon so ein bisschen vorgeprägt ist. Das ist Stand heute ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, was ja vom Motiv her und von, sag ich mal, der Ausrichtung her schon eine Genossenschaft oder so sehr ähnlich ist. Also wo dieses Thema Gemeinschaft und Gemeinwohl eigentlich schon auch dort seit über 100 Jahren in der Rechtsform verankert ist. Also von daher ist das halt auch dort kulturell eine große Übereinstimmung. Ja, und ich glaube, wenn man transportiert kriegt, jetzt sind wir wieder bei langfristig, Kurzfristigkeit, dass ja ein langfristiges Vorhaben ist, was auch das Unternehmen langfristig erfolgreicher machen wird als andere. Zumindest aus meiner Sichtweite kriegst du vermutlich besser Mitarbeiter, weil die sagen, ich arbeite lieber für ein Unternehmen, was solche Werte hat, als für ein Unternehmen, was gar keine Werte hat oder nur so tut, als ob. Ich kann vermutlich auch Unternehmerinnen und Unternehmer überzeugen, die ähnlich denken und dann sagen, Mensch, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, meine Daten auch so zu nutzen, dass ich daraus Impact leisten kann. Und jetzt gibt es hier sogar noch ein Unternehmen, das kann mich beraten, in die eine Richtung es durch Digitalisierung umzusetzen. Aber auf der anderen Seite wissen die auch genau, wovon sie sprechen, weil sie machen es selbst. Ja. Ne, so eat your own dog food, sagt man, glaube ich. Ja. So, und ich glaube, du erzeugst dadurch halt auch eine Sichtbarkeit nach außen, so ein bisschen der Marketing-Aspekt, den lasse ich jetzt mal ein bisschen außen vor, weil es ja wirklich Überzeugung ist, aber ich glaube, er ist trotzdem nicht von der Hand zu weisen, weil du dann halt nicht mit schlechter Presse in der Zeitung stehst oder im Netz, sondern mit guter Presse, weil du auch ein Vorbild für andere sein kannst. Und deswegen machen wir ja heute auch den Podcast, weil ich finde, ich und wir möchten von dir lernen, wie du es gemacht hast. Vielleicht kannst du so zum Abschluss hin noch mal ein bisschen was zu den Herausforderungen und Hindernissen erzählen, die dir bislang schon begegnet sind. Ja, also wie gesagt, wir sind noch dort, was jetzt diese Zertifizierungen im Speziellen angeht, noch mitten im Prozess. Und Herausforderungen sind natürlich erstmal, dass es für jeden, der sich damit beschäftigt, erstmal ein gewisses Know-how braucht, ne, um überhaupt dort diesen holistischen Ansatz zu verstehen, zu verstehen, welche Dimensionen sind überhaupt relevant. Und das, was ich dort halt jetzt für mich bisher festgestellt habe, dass es ein bisschen ein Hindernis ist, dass das jetzt für mich gerade durch ESRS gerade so ein Hype-Thema ist und es quasi Nachhaltigkeitsberatungen gibt, die wie die Pilze aus dem Boden schießen, wo aber außer irgendwie häufig zwei YouTube-Videos noch wenig Know-how ist. Ne? Also so ist da mitunter mein Eindruck in der Diskussion. Und das heißt, das macht im Moment dort den Austausch, wenn man wirklich ein Stück weitergehen will, ein bisschen schwieriger. Aber auch da helfen natürlich die Netzwerke hier aus B-Corp und Gemeinwohlökonomie wieder sehr, sehr gut weiter. Und ansonsten ist es halt ein Zeit- und Fokusthema, ne? Weil es sollte halt schon etwas sein, du kannst einfach jetzt nicht den Betrieb irgendwie auf Pause stellen und sagen, okay, jetzt beschäftigen wir uns mal damit und bringen das als weitere Dimension rein, sondern es muss ja sukzessive passieren. Und das ist etwas, was ich halt gemerkt habe, dass ich dort zwar intrinsisch motivierte Mitstreiter dann habe, aber selber auch gucken muss, dass ich, dafür in deren Sinne entsprechend Zeiten blocke, damit das dann auch passiert, ne? Weil jeder dann doch im Alltag wieder schnell in seinen normalen Dingen abgetaucht ist. Aber ansonsten war noch das Thema hier mit diesen AG-Satzungsgeschichten, ne? Wo dann auf einmal ein größerer Rattenschwanz hinten dran hing, weil unsere Anwälte dort nicht so happy damit waren, das einfach so, wie es, vorgeschlagen war, da reinzuschreiben. Aber da bin ich jetzt ganz zuversichtlich. Da haben wir auch mit den verantwortlichen Leuten bei B-Corp halt uns dann zusammengesetzt und die Sachen diskutiert und ist auch noch in der Diskussion, weil wir natürlich auch da gerne gucken wollen, dass wir das, was wir jetzt erarbeitet haben, auch wieder zurückfließen lassen in die Gemeinschaft. Und
Von daher ist noch alles im Fluss. Da werden sicherlich noch die eine oder andere Hürde auch noch kommen, kann ich mir vorstellen. Aber wir können ja dann nochmal ein kurzes Update machen. Auf jeden Fall. Also ich bin da sowieso nah am Ball dann als Aufsichtsratsmitglied. Genau. Und ich glaube, wir hatten im Vorfeld vielleicht an die Hörerinnen und Hörer kurz verraten, hätte mit Timo so viele Themen. Ich glaube, wir könnten hier jede Woche irgendwie zum Thema rauspicken. Aber das fand ich ganz besonders interessant, weil es halt nicht nur Timo ist, sondern auch andere meiner Kunden und auch Interessenten, mit denen ich gesprochen habe und das Thema immer wieder irgendwo auf die Agenda kommt und wir alle voneinander lernen können. Deswegen meine Abschlussfrage. Du kennst das schon als Stammhörer. Welche drei Tipps hast du an Unternehmerinnen und Unternehmer, die das jetzt gehört haben und sagen, ja, das klingt interessant, damit will ich mich mal beschäftigen. Du hast ja schon einige Wege beschritten. Womit würdest du anfangen? Was wären deine drei Tipps, die du geben würdest? Also ich sag mal, ich habe natürlich im Vorfeld auch mir die drei Tipps überlegt und habe sie eigentlich auch alle eben schon mal so sukzessive losgelassen. Aber nochmal zusammengefasst ist vor allem nicht lang drüber nachdenken, einfach loslegen. Ne? Also das heißt im Zweifelsfall in das Thema einlesen. Ein guter Ansatz für mich war das Buch von dem Felber einfach mal lesen. Ne, da kriegt man, auch wenn es, sag ich mal, ein bisschen sich hier und da wiederholt, aber man kriegt einen ganz guten Überblick über das Thema, ne, und überhaupt über die Denkweise. Dann zweiter Punkt, Austausch suchen. Ne, also ich sag mal, das merke ich auch, dass die Menschen, die sich für die Themen interessieren, da auch immer gerne im Austausch sind. Wir müssen da die nächsten Jahre alle noch viel lernen und viel weiterentwickeln. Und das macht auch Spaß, da gemeinsam sich auszutauschen, neue Ideen zu entwickeln. Und da habe ich die Feststellung gemacht, dass da viele, viele offen sind, auch sich darüber auszutauschen. Also zweiter Tipp, Austausch suchen. Und den dritten, das ist das, was ich eben schon mal gesagt habe, Mitarbeitende mit auf die Reise nehmen. Also sich einfach, und wenn es nur zwei, drei Leute sind, so eine, sag ich mal, Allianz der Willigen, ne, die Leute, die hat fast jeder im Unternehmen, die auf irgendwelchen Clean-Up-Days unterwegs sind, die ehrenamtlich irgendwo tätig sind, ne, die einfach auch diese intrinsische Motivation haben, Dinge besser zu machen und irgendwie einen Beitrag zu leisten. Wenn ich denen den Raum dort gebe, dann ist das auch für mich als Unternehmer manchmal einfach wieder hier und dort ein Anschub, wenn bei mir gerade andere Dinge auf der Agenda sind, das immer auch weiter zu verfolgen. Und das ist Tipp Nummer 3, nicht alleine im Kämmerlein die Welt besser machen, sondern auch die Mitarbeitenden mit auf die Reise nehmen. Ja, vielen Dank. Und damit hast du eigentlich meine neue Frage, die ich dieses Jahr immer stellen wollte, nämlich welches Buch würdest du zum Thema empfehlen, gleich implizit schon mal mitbeantwortet? Oder hast du noch irgendwie einen zweiten oder dritten Tipp, wo du sagen kannst, damit kannst du dich einlesen? Ach, da habe ich so viele gelesen. Also das ist ja eine Geschichte irgendwie dann bei mir, dass ich ja so sehr viel mich durch Bücher wühle und mir dann aber häufig im Großen und Ganzen die Inhalte merke, aber die Titel nicht auf der Agenda habe. Aber eins, Die Faltung der Welt, glaube ich, heißt es. Und aber natürlich das neue Buch vom Club of Rome, Earth for All. Die beiden, Earth for All vom Club of Rome und Die Faltung der Welt von Anders Levermann, die kann ich auch auf jeden Fall empfehlen zu dem Thema. Ja, super. Ist nicht ganz uneigennützig, weil ich suche für beide Bücherliste ja auch immer noch Titel und finde das super interessant, wenn es da Empfehlungen gibt. Und falls dir noch was einfällt, einfach nachschießen und ich hinterlege das für alle in den Shownotes und dann kann jeder mal gucken, dass er das auch auf seine Bücherliste nimmt oder sich da einarbeiten. Der zweite, hattest du gerade gesagt, Austausch. Das ist natürlich immer, wie man dich erreicht. Und ich glaube, du bist an Austausch interessiert und vielleicht verrate ich auch schon mal ein kleines Geheimnis, dass du ja in diesem Jahr vielleicht eventuell auch einen Podcast zu dem Thema Nachhaltigkeit und oder aber verantwortungsvolle Unternehmensführung planst. Also von daher würde ich das dann auch später mal hinterlegen. Ja, also ich sag mal, ich bin über LinkedIn leicht zu finden, Timo Ziegler, Brickmakers. Ansonsten kannst du das ja auch als Link in die Shownotes machen. Das ist so, sag ich mal, mein präferierter Kontaktkanal über LinkedIn und da immer gerne auf mich zugehen. Und ja, dann machen wir das genau so. Die Stammhörer kennen das. Das findet ihr alles dort, wie man dann meine Gesprächspartner hier erreicht. Und zu Timo sage ich, ja, ich freue mich auch darauf, mal hoffentlich deinen Podcast zu hören, dann dieses Jahr.
Und wir werden definitiv noch eine Update-Folge hier zu machen und vielleicht auch noch zu anderen Themen, weil ich glaube, die Themen, die du dann auch dort behandelst, die sind hochinteressant, auch immer aus der Brille der Finance und dieses Hand in Hand zwischen Gemeinwohl und verantwortungsvolle Unternehmensführung und trotzdem Gewinnorientierung und in die richtige Richtung zu gehen, weil ich bin nämlich auch der festen Überzeugung, dass das eine langfristig erfolgreiche Geschichte ist. Von daher vielen Dank, Timo, dass du heute hier warst und wir hören uns. Ja, hat mich gefreut und dann bis bald, Daniel. Ciao, tschüss. Ciao.